Ja, schön. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Okay. Danke sehr. Jetzt weiß ich nicht, wie sieht's denn Strömling aus? Strömling ist eigentlich super. Können wir eigentlich so lassen. Wobei, wir machen mal die anderen Strömlings raus, falls das Ding jetzt mir gleich shutdown hier. So, bitte mal raus. Dann auch mal den hier bitte raus. Und dann wollen wir mal gucken, was der Time Warp hier geht. Ah, ja. 03 auf den Time Warp. Super. Ja, ist immer sehr schön. Jetzt wollen wir mal hier Ohr produzieren. Ja. Wunderbar. So muss es laufen. Jetzt kommt Ohr rein. Jetzt arbeitet er. Ich könnte theoretischerweise noch mal zwei Bohrer noch nach oben jagen. Dann geht das Ganze noch schneller. Wäre eine Möglichkeit. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Aber er ist schon am Machen, am Tun. Was geht ab, Gronkh? Keine Ahnung, da musst du ihn fragen. Übrigens, schönen guten Tag, Tauche. Herzlich willkommen hier im Stream. Keine Ahnung, wie es den jungen Herrn geht. Er ist ja jünger als ich, also deshalb kann ich ja sagen, den jungen Herrn. Ja? Ich bin älter. Ja? Ich bin so alt. Man glaubt es kaum. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass die anderen Ressourcen eigentlich nicht angezeigt werden. Das finde ich ein bisschen komisch. Die müssten theoretischerweise doch auch angezeigt werden. Ne? So. Hier war das Ding, da. Da wollte ich ein bisschen beschleunigen. So, jetzt geht's hier runter. Ratta, ratta, ratta. Schubidu, schubida. Bäm, ae. So, okay. Wir machen mal ein bisschen zum Lichtschein nochmal ran. So. Danke sehr. Dann wollen wir mal hier mal produzieren. So, hier haben wir Licht. Starte bitte Liquid Fuel und Oxygen. Warum zeigt er mir die anderen Ressourcen nicht an? Der müsste mir doch eigentlich auch die anderen Ressourcen anzeigen. Hier haben wir den Tank. Der ziemlich leer ist übrigens. So, jetzt füllt er sich. Aber irgendwie wird er mir nicht angezeigt. Ist ja merkwürdig. Was sagt er denn hier? Liquid. Geht ist sehr toll. Könnt ihr die Zahlen lesen? Seht ihr die? So, aha. So, jetzt ist die Ohr alle. Also die Ohr, das Eisen ist jetzt weg. Da, ja, jetzt sieht man das da. Wow. So, wenn wir mal den hier anhalten. Jetzt zeigt mir mal den RCS an. RCS-Tank. Ich möchte jetzt, dass du mit der Produktion aufhörst. Und ich möchte jetzt gerne, dass du mir Monoprop herstellst. Danke sehr. So. Jetzt fängt er mit Monoprop an. Na, sieht man das da? Das geht dann relativ flott, weil für Monoprop braucht er ja nicht so viel Materialien. Ich kuller weiter. Alles Gute und pass auf dich. Auf, bis bald. Vivi, ja, bis denne und schönen Abend dir. Gut, 50% haben wir gleich voll. Das sieht schon mal schick aus. Und dann haben wir 60. Dann haben wir 70. 80 und wie der Zufall so will, haben wir dann
100%, danke sehr. Schnell aus dem Time Warp raus. Dann gehen wir nochmal auf die... Ja, da sehen wir, da fehlt halt noch einiges. Starten wir mal das hier. Ah ja. Das sind wir im Super Warp. Das frisst jetzt Zeit ohne Ende. So, danke. Gut, das haben wir alle geschafft. Jetzt kommt der nächste Schritt. Das heißt, das machen wir mal hier weg. Das machen wir mal auf Stopp. Dann können wir das hier mal... Jetzt geht die Temperatur auch wieder runter. Sehr schön. Dann gehen wir auf unsere jungen Lady. Wir müssen jetzt ja zusehen, dass wir das mit das hier verbinden, damit wir den Fuel von dort da reinkriegen. Ne? Und das machen wir jetzt. So, junge Dame. Hat die noch ihren Raketenrucksack an? Sieht so aus. Brauchst du natürlich jetzt nicht anhaben. Ja. So, machen wir das hier mal auf. Was haben wir denn? Ah, da haben wir die Teile, die wir brauchen. Dann machen wir einmal hier auf. Dann machen wir Splitten. Danke sehr. Auch den splitten wir mal. So passt das. Dann können wir das hier closen. Halt, ich brauche da keine zwei. Ich bin manchmal auch ein bisschen verträumt. Ich brauche da nur eigentlich einen. So, danke. Manchmal bin ich verträumt. Close, danke. So, jetzt müssen wir die beiden Dinger verbinden. Und dann werde ich das erste Mal... Na, schleich dich vorbei. Dann werde ich das erste Mal meine Fuel Station oben betanken. Ja? Bin schon gespannt, wie das funktionieren wird. So, dazu machen wir jetzt erstmal hier einen Connector ran. So. Den linken war mal. Und zwar hier rüber. Glaub, ich bin noch zu weit. Ah, okay. Link. Okay, hat geklappt. Dann wollen wir mal. So. Das heißt, jetzt wird's ganz lustig. Jetzt brauche ich das hier. Jetzt muss ich die roten Dinger befüllen. Transfer in. Transfer in. Transfer in. Transfer in. Wobei ich gerade fast das Gefühl habe, dass wir etwas falsch machen. Werden wir gleich sehen. Achso, dann ist es richtig. Ja, genau. Liquid Fuel. So, dann brauche ich Oxidizer. Da das gleiche Spiel. Das heißt also... Transfer in. Auch den hier rein. Und der hier rein. Und der hier rein. Dann das auch bei der Monoprops. Da haben wir. Wo haben wir das? Liquid... Oh, RCS natürlich. Genau. Das hier mal bitte in. 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 Und der bitte auch mal nach in. Okay.
Das müsste jetzt theoretischerweise klappen. Ich lasse mir mal diese Fenster hier offen, damit ich sehe, was Sache ist. So. Das müsste eigentlich hinhauen. Von der Menge auch. Hm? Lassen wir uns mal überraschen. Ja, Monopoppe sieht schon mal ganz gut aus. Da hat er jetzt schon 50%. Liquid Fuel hat er auch 50. Oxidizer läuft noch. Jojo, das. Das mit, was das mit. Aber das mit so was von. So, Monoprop ist durch. Das müssen wir mal überprüfen. Was sagt da der Monoprop? Der ist super, der ist proper, der ist proper, der ist proper. Okay, damit ist Monoprop durch. Das heißt, wir können mal kurz auf Liquid gucken. Da ist er noch am Machen. Ach, ich könnte das auch beschleunigen. Ja, ich könnte das natürlich auch beschleunigen. ja. Gut, damit müssten die auch fertig sein. Der ist, was sagt der Tank hier? Der ist nicht. Warum sind die nicht? Das ist der. In. Und der hier bitte auch, aber in. Okay, jetzt aber. Und wir haben sogar wieder mittlerweile wieder Erz drinne. Ja, wir haben Erz. Hängt das Stream nur bei mir? Keine Ahnung. Also ich habe keinen Frame Drop. Läuft eigentlich super alle draus. Also datentechnisch. Und übrigens schönen guten Tag, Herr Daumelkäfer und Hallöchen. So, das sieht alles schick aus. Ich hab das alles überprüft. Machen wir den hier nochmal aus. Warum ist hier der Oxidizer hier? Ich verstehe es nicht. Jo, das ist eigentlich ganz in Ordnung so. Gut, soll mich jetzt nicht weiter stören. Ja? Das läuft, das läuft, das läuft. Den lassen wir hier ackern. Dann heißt das, wir werden den hier mal retracten. Den hier auch mal retracten. Den mal hier retracten. Dass der hier nur eine Solarzelle auf hat, weil der macht jetzt kein, kein, na, ihr wisst schon, der kümmert sich jetzt nicht, er refinert nicht. Genau, er erzt ja nur. So. Dann wollen wir den hier mal bisschen wegfahren. Ich bin stolz auf dich, Exos. Warum eigentlich? Was ist los mit dem Fahrzeug? Der hat keinen Electric Charge. Der ist schon wieder tot, das Fahrzeug. Das ist wieder geil hier. Der hat immer Strömling. Ich sollte vielleicht von denen hier eines Strömlings-Dings nehmen. Und auf den anderen einfach rauf montieren. Dann hat sich das hier mit dem Fahrzeug immer erledigt, dass da Strömling fehlt. Ich denke, das werde ich machen. Ja, das werde ich machen. Sonst werde ich hier irgendwann nochmal irre wegen dem blöden Strömling. Da hinten ist das Ding. Ja. Dieser Strömling. Aber halt, bevor ich das mache, ich muss hier unlinken. Das wollte ich dann auch noch machen. Servus Hutzebutze und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen hier im Streamhaus. Kommt der jetzt da nicht ran oder was ist da los? Der bist du weit weg hier, hä? Weil du es geschafft hast, Erz zu bekommen. Ja. Yeah. Inventory is equipped. Willst du das jetzt hier nicht abmachen oder was ist da los? Hä?